Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hybris zusammen mit Christine. Und wir haben kein Koffein-Intus. Wir sind völlig ruhig. Ja. Alles gut, alles gut. Ich schweb dann mal davon. Tschüss. Oh. So, wir sind wieder da. Es tut mir leid, dass Hybris ein, zweimal ausgefallen ist. Das war alles meine Schuld, habe ich mal gehört. Quatsch. Ja, ich glaube aber, die Folge kommt heute sogar tagesaktuell. Ich glaube, wir machen danach kurz eine Pause und schneiden das, oder? Würde ich sagen. Ja, dann kommt heute eine Folge Hybris, aber bei mir nicht um 15, sondern um 16. Nee, kommt heute um 15? Halt, stopp. Mal live in Uploadplan gucken. Weil ich habe heute schon Uploads stehen. Wann kommt diese Folge heute bei mir, Leute? Das ist jetzt die große Frage. Das ist die Question. Diese Folge kommt heute. Wir sind heute auf Donnerstag, nicht? Ja. Ja, 15 habe ich freigemacht. Wunderbar. Entschuldigung sehr, meine Damen, Herren, Tiere und Doktoren. Ich habe 4 Stunden geschlafen, aber ich muss langsam aber sicher mal wieder schaffen, aus dem Bett zu kommen. Deswegen habe ich mir extra einen Aufnahmetermin um die Uhrzeit gelegt. Dass ich das hier hinbekommen möchte, ist nämlich ganz, ganz klar. Jojo, und dann ist man lieber mit jemandem am Aufnehmen, wo man weiß, dass man da nicht zu spät kommen möchte. Als mit jemandem, wo man weiß, dass der zu spät kommen wird. Deswegen kommt das Video mit Tim auch morgen erst. Nein. Kommt der immer zu spät, oder? Nee. Der hat sich echt gebessert im Vergleich zu früher. Also früher hat man gesagt, wir nehmen um 3 Uhr auf, um 15 Uhr auf und um 3 Uhr haben wir aufgenommen. Also das war immer hart. So, wir sind aber wo ganz anders und zwar bei der Quarry. Ich bin ein T-Rex. Also ich weiß ja nicht, was du heute geträumt hast, aber der Traum steckt noch in mir. Da steckt noch was in dir? Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, hier fehlen Dinge. Christine, hier fehlen Dinge. Alles im System. Nein. Hier fehlen wirklich Dinge. Jetzt mal ohne Scheiß. Was denn? Mein Mining Laser ist nicht da, den ich gebaut habe. Ich habe aber nichts abgebaut. Nur Stein. Habe ich den für den Mining Well verwendet? Nee. Nur Stein. Es gibt aber einen Mining Laser. Ich hatte einen Mining Laser. Zum Fick noch eins. Wo ist der hin? Wo ist der Mining Laser hin, Leute? Wo hat's denn den platziert? Ja, der Mining Laser ist ein Item. Deswegen, der müsste hier eigentlich irgendwo sein. Vielleicht steckt der in irgendeiner Leitung. Nee. Der ist einfach nicht da. Den habe ich schon vor ein paar Wochen ins System gelegt. Das ist schlecht. Putsch. Das ist sehr, sehr schlecht. Putschikato. So, jetzt gehen wir zuerst mal auf die MFSU. Was brauchen wir denn dafür noch? Most likely. Maschinencasing, Lapatronenkristalle und Circuit. Also fangen wir an mit dem Advanced Circuit. Beziehungsweise brauchen wir hier ja auch noch, gell? Wir brauchen allgemein extrem viele von den Dingern, fällt mir gerade wieder auf. Yes! Das war ja das Problem, dafür habe ich das hier, glaube ich, auch gebaut. Kapazitatoren haben wir nur 2 Stück. Jetzt müssen wir mal ganz kurz rechnen und zählen. Also, wir brauchen davon 12, 13 Stück. Bedeutet, wir brauchen 13 mal 4. Ja, um die Uhrzeit für mich ist das nicht machbar. Ah! Weißt du, was das gemein ist? Du steckst mich. Ich bin voll jemand, der angesteckt werden kann vom Gähnen, ne? Das tut mir unglaublich leid. Haben wir genug? Wir haben genug gemacht davon, okay. Weil ich gerne selber noch länger gepennt hätte im Endeffekt. Oh, da tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt so früh aufstehen gezwungen habe. Sagte er zu ihr um 11 Uhr. Um 11.50 Uhr. Ah, schön. Also brauchen wir 26. Von denen. Board. 26 von denen ist Gold.
Okay, das könnte sein, dass es uns hier dann stark an Gold mangelt. Es sei denn, ich habe die schon gemacht. Nein. Es mangelt uns stark an Gold. Oder wir müssen das Beste rausholen, was geht. Weiß ich ja, wo ich reinlaufe. Wir haben echt zu wenig Gold. Auch die 282 davon werden uns wahrscheinlich nicht reichen. So, genau, Pulverizer. Hier ist Diamond Dust drin. Hier haben wir noch Goldi rein. Da kriegen wir wenigstens Secondary Output, das ist wichtig. Oh Leute, Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sind 10. Und 10 ist zu wenig. Soll ich schnell loslaufen, irgendwas holen? Ich glaube nicht, dass du auf die Schnelle so viel Gold kriegst, wie wir da brauchen. Wir brauchen da gerade eine andere Rolle. Ich finde immer Gold. Bin ich goldig. Den Witz krieg ich aufs Maul. Irgendwann, in 50 Jahren, wird irgendjemand zu mir kommen, mir ins Gesicht schlagen und sagen, der Witz aus Folge 95. Du weißt wofür. So, 20 Stück davon haben wir schon. Kein einziger Secondary. Ist halt echt hart. Wow. Ja, übrigens baut Christina hier gerade um. Ja. Und zwar alles in Schüssel und Bits. Nee, Bits sind's ja nicht. Ja, alles gechiselt halt. Ja. Das wird dir irgendwann aufregen, wenn ich einfach irgendwann durch die Wand breche und sie das Ganze neu machen muss. Ja. Mach du mal, tob dich aus. Also die Leute haben gesagt, ich soll dir ein Haus bauen und das unsinnig ist, dir ein neues Haus zu bauen, weil die ganze Technik hier unten ist. Dann baue ich einfach Katzes Höhle um. Das ist schon ziemlich rebellhaft, gell, also. Und außerdem wolltest du eh den scheiß Holzboden weg haben. Ja, das Problem ist, jetzt habe ich nichts mehr zu flexen hier unten. Ich kann ja jetzt nicht mehr über die ganze Zeit über den Holzboden abfacken. Weißt du, das ist, du hast mir einen wichtigen Lebensinhalt genommen, Christina. Das geht einfach so nicht. Kannst jetzt auf das Geschüsselte gehen. So is it. Niesen? Niesen? Oh, Gesundheit. Entschuldigung. Müde, but tüchtig, habe ich mal gehört. Ich habe oben übrigens ein bisschen im Breeden begonnen. Okay. Und mit Breeden begonnen meine ich, am Anfang konntest du einfach mal reingehen. Und hast einfach alles durcheinander gewürfelt. Also wirklich, kannst du am Anfang hingehen und alles durcheinander würfeln. Jede mögliche Drohne mit jeder möglichen Princess, weil so bekommst du ein paar schöne Sachen raus zu Anfang. Hast und du was so Seltenes rausbekommen? Jetzt... Bitte? Hast du was Seltenes rausbekommen? Nee, aber wir sind jetzt zum Beispiel schon auf einer Eldritch. Die ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir die Möglichkeit, eventuell wieder auf Eldritch zu breeden. Wir haben hier die Möglichkeit, Cultivated zu haben. Cultivated ist eine Grundlage für ein paar coole andere Drohnen. Hm? Und sowas ist halt relativ chilly-milly, wenn ich das mal so sagen kann. Also wir brauchen nur noch eine Cultivated Bee. Bedeutet, wir brauchen eine Common Drone, beziehungsweise Common Princess. Um das hinzukriegen, brauchen wir eine Common Bee und am besten auch eine andere Common Drone, aber wir haben eine Common Princess, aber wir haben keine Common Princess, also nehmen wir eine Forest und versuchen die mal mit einer Common so zu paaren, dass die jetzt mit Ding eine Common ergibt mit einer 12% Mutationschance. Haben wir nicht geschafft, schade. Auf jeden Fall die 4 müssen wir gerade mal bei uns behalten, am besten auch eine von den Common, machen wir mal 2 von den Commons, damit wir ein bisschen breeden können. Bienen sind übrigens gar nicht so kacke, wie andere Leute euch das immer glaubhaft machen wollen. Krieg kannst halt im Endeffekt, wenn man durchgeblickt hat. Alles damit machen, ne? Genau. Das Einzige, was wirklich kacke ist, ist hier das Zeug im Carpenter zu machen, diese Electric Imprinted Circuits. Das ist halt echt wirklich Müll. Die man für die ganzen Sachen hier braucht.
Das ist halt echt schlimm, wie schlimm die Kacke hier ist. So, wir bestellen jetzt mal die kompletten Sachen hier. Ich freue mich nachher auf mein Kaba. Ich bin ein T-Rex. Hast dein Kakao noch nicht getrunken, wa? Jo. Ich hab noch ein Kaba-Männchen. Kommen wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die meinen, in Wirklichkeit meint Katze mit Kaba ja eigentlich, dass er jetzt gerne was irgendwas saufen will. Weil Katze ist schwerer Alkoholiker. Jo. Oh, die Frage ist, sollen wir wirklich irgendwann mal zu Block-Cutting-Maschinen gehen? Ja, wir brauchen da sowieso noch eins davon. Oh, da fehlt uns alles für. Okay. Ich glaube, wir brauchen wirklich erstmal noch ein bisschen Goldmenschen. Ja, das könnte schwierig sein. Doch los. Ich weiß aber ehrlich nicht, warum hier so viel fehlt, was Zeug angeht. Ist das heimlich auch? Ja, aber du hast halt keinen Mining Laser gegessen. Das ist halt... Dein ja, Hunger schlecht, in allen ne? Ehren, aber dein Mining Laser hast du halt nicht gefuttert. Das ist einfach nicht der Fall. Also irgendwann gehen wir auf den Blockcutter, weil wir dadurch dann mehr von den Essen rauskriegen. Jetzt gucken wir mal kurz, wie viel geben wir denn da raus? Das ist die Frage. Kann ich das hier gucken? Inscriber, Assembly Table, Shapeless Crafting, Metal Former, Block Cutting Machine. Das gibt halt 9 Stück direkt. Ja, kann man es gut finden oder kann man es schlecht finden? Genau. Wir haben halt gerade momentan nichts, was wir fertig machen können. Das ist das Problem. Hm. Also wir haben Rubber. Was ist das denn? Fahren hier diese Dinger an mir vorbei? Die Items? Ja, ja. Das ist Chili Milli. Eiliger Joghurtbecher. Oh. Oh, da ist noch Gold drin, okay. Also, es ist eine Menge schönes Zeug gerade dabei, Menschen, aber ich muss halt ehrlich sagen, wahrscheinlich ist das eine sehr Geni-Geni-Folge, weil wir halt wirklich zu nichts kommen. Nicht schön. Aber an, was du da antwortest, ey. Ist ein bisschen Redstone, sonst nix. Das sieht so komisch aus hier. Blop, 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 blop. So, Kopper. Auch das hier wieder mal super. Husten. Ich hab gehört, dein Lagerraum sieht jetzt schön aus. Echt? Hm? Hat sich jemand anders drum gekümmert? Ah, oh, doch.
Weißt du, ich habe hier so schön zugemacht, dass du hier in dem einen Loch runter kannst und ich fall einfach rein, weißt du? Wo? Was? Hier, das hier. Wo du hier immer runter buddelst. Können wir das eigentlich zumachen? Das ist doch dann nur Ding. Alles klar. Alles klar. Das war eine Ansage. Weg damit. Das war eine Ansage. Das hier ist ein Statement. So, bis auf die Decken sieht's hier sehr vernünftig aus. Willst du jetzt die Decken dissen, oder was? Hä? Nein. Willst du hier die Decken dissen, ey? Kommt in den Raum und sagt, also die Wände sind ja schön, aber die Decke sieht scheiße aus. Quatsch. Quatsch. Sag dir einfach Quatsch zur Katze. Gerade die Hexe geboxt? Nee, ich krieg Schaden, weil ich über die Bären laufe. Warum läufst du denn über die Bären? Weil ich hier Auchi! Weil du hier Auchi? Am okay. Bin. Sie am ist am Tuten, Tuten, Tun. Der neue Sat1-Filmfilm. So, jetzt haben wir auch 6 Stück davon, also ein bisschen kommen wir voran, aber die MFSU ist wirklich gar nicht so einfach. So, 6 Stück, komm schon. So. Und wieder kein Secondary Output, Alter. Oh nein! Was ist aus? Da ist ja Wasser hinter. Wo hast du das gemacht? Nirgendwo. Du wirst eingeschläfert. Das machen gilt nicht. Das machen tun nur böse Menschen. Ich mach dir hier alles sehr schön. Solange du nicht alles nass machst. Nichts nass. Lüge. Au! Diese abgefuckten Bären, Alter. Sorry, aber... Warte mal aggressiv. Ich hab nur noch 2 Herzen. Ich hab das da nicht umsonst hingestellt. Entschuldigung. Böses Kätzchen. Da oben ist ein Cobblestone. Hab's gefangen. Hier, Cobblestone. So viel zum Thema. Jetzt gerade bist du ein böses Kätzchen, ne? Hier ist nein. Ich hab vorhin extra. Das, ich hab das vorweg gesehen und gesagt von vornherein, dass ich nicht böse bin. Ich hab das vor der Aufgabe schon gesagt. War eins der ersten Sachen, dass ich geschrien habe. Ich bin nicht böse. Ja. Katze hat Umgang. Katze schlau. Du hast schon geahnt, ne? Alles geplant. Ich bin ein Monster-Stratege. So, 160 davon. Sehr schön. Wie sieht denn das aus mit den Iron Plates? 8 Stück. Ah, 8 Stück. So zum Teufel habt ihr hier direkt... Was denn? ...am Dings gebaut. Tankenden Wasser. Christina, du darfst nicht auf die Büsche, du hast wenig HP. Na echt? Ja. Quatsch. Ups. Kannst dich direkt zu der Hexe in die Ecke stellen, ne? Okay. Richtige Hexe heute. Komm da nicht rein. Müsst du meinen Kopf abbauen, dann mache ich nicht. Will mich nicht köpfen. So. Böse Mieze Katze. Nein. Nein, das wüsste ich. Ah, es fehlen noch allgemein Basic-Kapazitäten. Okay. Basic-Kapazitaturen. Hauptsache, die Wand kotzt Steine. Ja, so muss das. Er will nicht mehr kooperieren.
Ah, die Lapis-Chipsets zum Beispiel nicht da, okay. In der nächsten Folge läuft Christina los und holt ihr Gold. In der nächsten Folge, aber erstmal muss diese Folge zu Ende gehen, liebe Menschen. Dann würde ich mal sagen, schaut auf jeden Fall bei Christina vorbei. Bei Katze vorbei. Ja, es ist sehr freundlich und wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dezent produktiver als gerade. Ey, ich habe die halbe Bude umgebaut. Ich war produktiv. Naja, wenn man das so produktiv nennen. Ich bin mir nicht sicher, also... Ist bestimmt toll, was du da gebaut hast. Wenn man sich wohlfühlt im Zuhause, da ist man auch viel fitter, um andere Dinge zu tun. Echt? Ja. Weiß ich nichts von. Wird aber so sein, bin ich mir sicher. Wir haben keinen Sand mehr. Das ist doof. Oh, okay, Sand und Gold hole ich dir. Machen wir noch die letzten 29 Sand, die hauen wir noch kurz weg. Genau, wir kümmern uns so weiter um die Lapatronenkristalle und hoffen mal, dass wir langsam aber sicher in Richtung Quarry kommen. Ich weiß, das ist nicht der spannendste Crafting-Verlauf und ich weiß auch, dass sehr viele Leute das mittlerweile extrem langweilig finden, aber ich mach's trotzdem. Macht Spaß. Das hat Spaß. Das hat Spaß und das ist das Wichtigste für mich. So, gut. Also, liebe Menschen, Tiere und Aktoren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dann erstmal. Ciao. Tschüss.